Hallo, guten Abend, guten Tag, guten Spieltag auf AB Orbital. Eigentlich wollte unser schönes Trio, das heute nur aus zwei Personen besteht, eine schöne Heldenrede sagen über das Bayern-Spiel unserer lieben Arminia. Aber dann, wie das halt so ist, bei uns beim DSC, hat uns die Realität mal wieder schneller eingeholt, als wir das vielleicht wollten. Wir Fans machen es dem Verein nach. Kann man doch so Genau. sagen, oder? Was bleibt uns auch anderes übrig? Doch, genau. Ne, und ich meine, irgendwie sind wir es ja auch gewohnt und vielleicht haben wir es sogar ein bisschen gewollt. Auf jeden Fall, darüber wollen wir reden, über Frank Kramer und seine Zeit, seinen Rauswurf und wie wird es ohne ihn? Wie wird es jetzt in Köln? Wie wird es bis zum Saisonende vielleicht darüber hinaus? Und ja, eigentlich, wie gesagt, wollten wir hier zu dritt sitzen. Aber unser dritter Mann ist seine Haare waschen und morgen wäscht er dann die anderen. Also sind wir hier nur zu zweit. Wir stellen uns mal vor. Angelo. Ja, ich fange einfach mal an. Wie schon gesagt, mein Name ist Angelo, 26 Jahre jung, bin seit 2006 Arminia-Fan und gehe natürlich leidenschaftlich gerne auf die Bielefelder Alm, wo es natürlich am schönsten ist. Ja, was mache ich sonst noch so? YouTube, vielleicht kennt mich der ein oder andere auf YouTube, der Armin-Tuber. Da rede ich über Arminia, aktuelle Geschehnisse, vorm Spiel, mal ein bisschen auf den Gegner gucken. Stadion-Vlogs auch gerne mal. Nehme ich die Kamera mit in den Blog, in das Stadion und filme das ein bisschen. Schneid das hoffentlich einigermaßen gut zusammen. Ja, wer Lust drauf hat, einfach mal gerne vorbeischauen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ich gebe ab. Ja, also er schneidet es ganz wunderbar, die Beiträge sind fantastisch. Also Danke. von mir aus, Angelo bittet ja darum, ich kann es euch ja befehlen, also abonnieren den Armin-Tuber unbedingt. Gut, und ich bin Jan Hendrik, leicht älter, 46. Und ich schreibe, ich als Rundumbeobachter mit eigener Website und daran anhängigen Social-Media-Profilen. Hab gerade mein zweites Buch fertig, die Fußballfibel DSC Arminia Bielefeld. Und ja, schaffe es nicht, mein Maul zu halten, wenn es um Arminia geht. Und jetzt befehle ich, dort vorbeizuschauen. Rundumbeobachter, gerne mal vorbeischauen. Nein, nicht gerne. Auf jeden Fall vorbeischauen. So. Es ist nicht so, dass ihr bei einem von uns beiden irgendeine Wahl hättet. So. Ja, kommen wir zur Sache. Die Genau. Bayern-Heldenrede fällt aus, obwohl wir sie ja durchaus halten können. Tapfer, aber chancenlos. So kann man sagen. So kann man sagen. Ja. Ja, Frank Kramer ist Geschichte. Der leiseste Aufstiegstrainer oder nicht Abstiegstrainer, so rum, den Arminia jemals hatte. Und kommt es zu früh? Kommt es zu spät? Musste es überhaupt kommen? Der Zeitpunkt, den finde ich so klasse nach dem Bayern-Spiel. Also, ich meine, Uwe Neuhaus ist ja nach dem Dortmund-Spiel entlassen worden. Frank Kramer nach dem Bayern-Spiel. Also, diese Zeitpunkte für einen Trainerauswurf, die sind schon fragwürdig. Aber gut, kommt es zu spät? Für die meisten natürlich ja. Ich bin immer der Meinung, man sollte an einem Trainer festhalten. Ich hätte es auch gern gesehen, wenn man mit Frank Kramer noch bis zum Saisonende weitergemacht hätte. Vielleicht auch, wenn wir abgestiegen wären, dann noch in die zweite Liga. Ja, aber gut, jetzt ist, wie schon gesagt, Geschichte. Müssen wir nach vorne schauen. Wie siehst du das? Richtig, ja, also wenn sie schon dieses Konzept Ausbildungsverein ausloben, ne, mit einem Trainer Frank Kramer, der sie gut mit jungen Spielern kann und so weiter und so weiter, und dann auch noch quasi über die ganze Saison Treuebekenntnisse zu ihm haben, finde ich es doch sehr, ich sag mal, überraschend, dass sie ausgerechnet jetzt. Und vor allem, wer soll es denn jetzt machen? Wer passt ins Konzept? Ja, ich finde es auch erstaunlich, weil er wurde die ganze Zeit so hoch gelobt. Das ist unser neuer Mann, der kann super mit jungen Spielern. Wir als Ausbildungsverein, tja, und dann ist er ein Jahr da. Oder neun nicht mal, weiß ich jetzt nicht genau. Ich glaube, irgendwas mit März ist 13 Monate. Ja, 13, Ja, ja gut, 13 Monate stand knapp gestern über ein Jahr. irgendwo. Gut, und geht jetzt der Ruck durch die Truppe gegen Köln? Es soll ja, also wir wollen ja hier nicht spekulieren über Interna. Wir machen es einfach trotzdem. Es soll ja durchaus auch Verstimmungen gegeben haben mit der Mannschaft. Wenn dem so ist, sage ich, dann haben wir wirklich ein Problem gehabt. Dann war es auch richtig, vielleicht sogar zu spät.
Dann ja, klar. Also wir Fans können natürlich nur spekulieren. Wir wissen nicht, wie das da in der Kabine abläuft. Ja, aber dann wird es wahrscheinlich genauso sein, wenn es jetzt so ist, wie das mit Jeff Saibene. Das war ja im Prinzip genauso, dass er die Kabine nicht mehr im Griff hatte, dass einige Spieler gegen ihn waren. Und klar, dann ist natürlich auch ein Trainer nicht mehr haltbar. So, dann hätten wir bis zum Saisonende wahrscheinlich auch aus 4 Spielen 0 Punkte auf dem Konto gehabt. Ja, und auch gerade, wenn er junge Spieler hochzüchten soll. Ne? Also ich muss ja auch sagen, dass die Entwicklung, die wir uns ja alle von vielen Spielern erhofft haben und die ja bei dem Talent, bei dem Potenzial, bei dem vorhandenen auch hätte passieren können, auch einfach nicht passiert ist. Ja, so ein Robin Hack tut mir einfach leid, wie er so auf der Stelle wirklich steht. Kam viel zu wenig zum Einsatz. Genau, also ja. Das Knotenlösen, er hat die Gelegenheit gar nicht da gehabt. Mhm. Ist Burak Ince eigentlich noch im Kader? Ja, ne? Oder zumindest irgendwie... Er hat noch kein einziges Mal gespielt. Also er saß jetzt, glaube ich, 2 Mal auf der Bank. Ja, oder 10 Minuten Dortmund, ne, hat er, glaube ich, gehabt. Stimmt, oder 7. Stimmt, ja. Kurzer Einsatz. Tja, da fragt man sich natürlich, was dieses Konzept Ausbildungsverein dann soll. Also, eben. Klar, wir haben jetzt so viele junge Spieler, aber wenn man dann mal sieht, ein Hack kommt nicht zum Einsatz, ein Ince kommt nicht zum Einsatz. Bello hat man jetzt auch schon seit ein paar Spielen. Klar, der macht ein paar mehr Minuten, aber auch nicht so das, was man sich erwartet hat. Wenn man da sieht, es kommt ein Linksverteidiger, der jetzt natürlich ein bisschen schlechter, aber in etwa das Niveau von einem Alphonso Davies von Bayer hat, wie ja mal gesagt wurde. Da fragt man sich ja natürlich schon, warum spielt der nicht öfter? Er hat natürlich auch in den ein oder anderen Spielen gezeigt, dass das kann. Mhm. Gerade offensiv finde ich ihn sehr gut, was heutzutage natürlich auch ein Linksverteidiger sein muss, dass er sich viel ins Offensivspiel mit einschaltet. Ja, aber wird doch wieder auf den Lausen gesetzt, was ich persönlich nicht so ganz verstehe. Ich verstehe es auch nicht. Also nichts gegen Lausen, natürlich. Der ein bisschen solider geworden ist. Aber der mit Mitte 20 zählt er nicht mehr in die Ausbildungskategorie, also nee, zumindest bei mir persönlich. Nee, da ist ab 23, 24 höchstens. Patrick Wimmer, unser Transfererlös. Ja. Ich glaube, der war schon vorher gut. Mhm. Also das, was wir von ihm sehen, ist nicht die Entwicklung, sondern er kann es einfach, er ist soweit. Ja gut, man muss sich natürlich auch einmal so in der Bundesliga durchsetzen. Er hat jetzt in Österreich natürlich gut gespielt. Ja, also er hat sich jetzt in der Bundesliga natürlich bewiesen. Wollen wir mal schauen, wie es jetzt beim VfL wird, Wolfsburg. Den Transfer kann ich nicht so wirklich nachvollziehen. Also ich finde, Wolfsburg ist kein Ausbildungsverein und auch kein Verein, wo man sich jetzt großartig weiterentwickeln kann. Also ich hoffe es natürlich... Na klar, er spielt jetzt bei Arminia, für Ex-Armin hofft man eigentlich immer das Beste, weil ich kann es mir nicht vorstellen, dass aus dem noch richtig was wird. Also zumindest nicht in Wolfsburg. Also, nein. Ich meine, bei Pferden sagt man ja, sorry, wem Sie, bei Pferden sagt man ja, ja, er hat gute Anlagen, aber muss halt gut weitergezüchtet werden und ich habe da auch meine Zweifel, dass das in Wolfsburg passiert. Vielleicht sehe ich Wolfsburg auch zu negativ, aber ich habe da immer diese 50-Mann-Kader im Hinterkopf, damals noch von Felix Magath, wo wirklich ein guter neben dem anderen stand und da wirklich unterging. Und ich fürchte, dass das Wimmer auch passiert. Kann schon gut passieren. Wollen wir es mal nicht hoffen. Ja gut, aber ich wünsche ihm auch alles Gute. Ja, klar. Er sich verdient, bei uns hat er getan, was er konnte. Auf jeden Fall. Und das war nicht wenig. Ja. So, wen haben wir denn noch aus der Ausbildungsschiene? Amos Pieper. Setzt er seinen Weg bei uns fort oder geht er zu anderen? Ich meine, in den letzten Spielen, bei allem Respekt, hat er sich nicht wirklich für einen Transfer empfohlen. Nee. Also klar, also zum Anfang der Saison hat er Schwächephasen gehabt, dann hat er sich wieder gefangen. Ist eigentlich wie die gesamte Mannschaft auch. Also er geht da mit der Form, finde ich, mit. In den letzten Spielen läuft es bei Arminia nicht gut, dann läuft es auch bei Amos Pieper nicht gut. In der Phase, wo wir dann gegen Leipzig, gegen Bochum gewonnen haben, war er in einer überragenden Form. Wie auch Arminia. Ja, es ist schwierig. Also das an das Niveau vom letzten Jahr oder auch gerade im Aufstiegsjahr kommt er auf gar keinen Fall ran. Nee, man muss gucken, wenn Arminia jetzt noch irgendwie in der Klasse drin bleibt. Hoffe ich mal, dass er noch weiter den schwarz-weiß-blauen Weg geht. Beim Abstieg bin ich mir relativ sicher, dass er geht. Ja. Das heißt relativ, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, dann. Ja. Na, und wo kommt er dann unter? Der nächste, der nach Wolfsburg geht?
Glaube ich nicht. Vielleicht Mainz wie Le Cookie. Ja, stimmt. Irgendwie sowas wie Köln, Mainz. Könnte man sich vorstellen. Köln, unser nächster Gegner. Ja. Das könnte sein. Ja. Mainz, Köln. Könnte man sich vorstellen. Wo geht Ortega hin nach dem Abstieg? Ich hoffe nach Spanien. Ja, ich hoffe nicht, dass er in der Bundesliga bleibt. Also wenn wir runtergehen, dann ist es mir für ein Jahr egal, aber ich könnte mir gut in Spanien vorstellen. Ja, doch. Aber so einen mittelklassigen La Liga-Verein auf jeden Fall. Ach so, bei sowas wie, na ja, Villarreal ist ja nicht mehr ganz so Mittelklasse nach der Aktion letzte Woche. So, vielleicht dann Europa League Teilnehmer auf jeden Fall. Also da wird er sich machen. CD Alicante. Guck, wo ich keine Ahnung habe, in welcher Liga die spielen. Aber die sind lustig. Okay. Wie heißen die? Herkules. Herkules Alicante. Ja, ja. Ja. Na ja, gut, da hat er Besseres verdient. Der hat ja definitiv einen Schritt nach vorne gemacht. Ja, das auf jeden Fall. Also, für Arminio hat er alles getan, was er machen konnte. So. Also, wenn wir auf einen Transfer oder einen Abgang nicht böse sein können, dann wahrscheinlich Ortega. Naja, auf keinen Fall. Er hat es jetzt auf jeden Fall mal verdient, dass er eine Stufe höher geht. Okay, und wenn wir bei den Torhütern sind, der Kosti ist unser neuer Übergangscoach, zusammen mit dem irgendwo ausgebuddelten Michael Henke, plus Sebastian Hille und Leuten, die schon da sind. Kleiner Heißmann. Vertue ich mich jetzt? Kleiner doch, Heißmann? Der ist noch da, genau. Ist noch genau da, ja. Der ist noch da, Gurjew ist mitgeflogen. Stimmt, genau. Ja. Also wir erwähnen mal, dass Ilja Gurjew da war und für die Standards zuständig war. Und noch erfolgreicher gearbeitet hat als Frank Kramer. Auf jeden Fall. Ja, also das ist... Das sah gut aus. Es hieß irgendwann, ich weiß gar nicht, bei welchem Spiel das war, bei irgendeinem ganz furchtbar verlorenen Auswärtsspiel, ich glaube, es war Mainz, da sagten sie auf Sky, Arminia hat erst 3 Standardtore. Und ich denke mir nur, wann? Was? Hä? Was habe ich denn da verpasst? Da waren dann 2 Elfmeter und ein Einwurf. Das ist schon eine etwas bescheidene Bilanz. Also das kann nur besser werden. Ja, das auf jeden Fall. Ja, Kosti gilt als wunderbarer Torwarttrainer. Da gibt es überhaupt keine Frage. Das ist richtig. Ist auch so ein sehr sonniger Typ. Ja. Ist das der, den wir jetzt brauchen? Ich meine, wir brauchen... Tja. Wir brauchen alles an Punkten, was geht. Da gibt es auch keine Ausreden mehr, um Sami Arabi mal zu zitieren. Ein Torwarttrainer als... Cheftrainer. Wo hat man das gesehen? Also ich kann mich jetzt an keinen Verein erinnern, wo das so war. Ich glaube, das war die einzige Variante, die wir zumindest noch nicht hatten, glaube ich. Ja, also ja, ob es gut geht, wird sich zeigen. Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Also ich habe mal so ein bisschen in der Historie von Kostmann geschaut. Klar, er hat schon mal als Trainer gearbeitet, interimsweise und auch ein bisschen fester, aber das natürlich auch schon ein paar Jahre zurück. Es war nicht allzu lange. Ja, ob er jetzt so eine richtige Taktik findet, wie man den Bock mal umstoßen kann, ich kann es mir schwer vorstellen, würde es mir natürlich hoffen. Ich stelle mir das so Rumpi-mäßig vor, so ein bisschen nach vorne schreiben. Ja. Vielleicht bin ich auch zu romantisch. Wir wollen es mal hoffen. Also eine klare Ansage, das tut der Mannschaft im Moment auf jeden Fall sehr gut. Darauf hoffe ich. Ja. Und ansonsten, Herr Kleiner Heinzmann, vielleicht stellt der sie taktisch ein. Ja. Ja. Was muss Kosti machen für Köln? Seit gestern leitet er das Training. Ja. Ne, und seit gestern laufen die konkreten Schritte in der Köln-Vorbereitung. Mhm. Ja gut, dafür bin ich jetzt so wenig Trainer. Also ich denke mal... Was muss jetzt mit der Mannschaft passieren? Ich meine, Köln ist ja so, die machen ja genau das, was Arminia sich immer versprochen hat, aber viel zu selten geschafft hat, nämlich einen fußballerisch nicht ganz so uneingeschränkten Kader tatsächlich so auf Linie zu bringen, dass jeder das spielt, was er kann. Ja, die sind halt effektiv und das herrscht ein Kämpfergeist in der Mannschaft. Das hat man jetzt gerade auch beim Spiel gegen Mainz gesehen, wo sie noch das 0-2 umgestoßen haben. Also das schafft auch nicht mal jede Mannschaft gerade so. Natürlich auch wegen Trainer Baumgart mit den Einwechslungen. Baumgart-Effekt, stimmt, den könnte man gut brauchen. Brauchen wir auch so einen Typen als Trainer? Ich finde, den braucht jede Mannschaft. Also ich habe jetzt gerade noch
Mario Basler gesehen, wie er sich über ihn lustig gemacht hat. Ich weiß nicht, hast du das auch gesehen bei Doppelpass? Nee, leider nicht. Also nee, es ist, seit der Basler da sitzt, bin ich raus aus dem Doppelpass. Also das konnte ich mir ja gar nicht ansehen. Also das war ja schlimm, also wie er da über den abgelästert hat. Wie er dann noch aufgestanden ist und er macht hier immer den hier und das ist auch mal nicht so Schauspielern. Ja, Super Mario. Ja. Super Mario auf jeden Fall. Ja, den ersten YouTube-Treffer, den man bei Super Mario kriegt, ist irgendwas mit Wodka und Zigaretten. Mario Basler brennt Sprüchefeuerwerk ab. Ja. Toll, sowas gilt halt als Experte. Würden wir beide uns nicht einladen. In unser Format auf AB Orbital. Wo ist stehen geblieben? Ah ja, Baumgart. Gut, der FC, also aus meiner Einschätzung steht der 5 Plätze über dem, was ich ihm zugetraut habe. Der FC. Na ja. Ich glaube, siebter sind die jetzt? Ja, so siebter. Also ja, solide, so einstellig. Achter, siebter. Nichts mit unten zu tun. Ja, also wir können jetzt natürlich nur auf den Trainereffekt hoffen, dass der eintritt. So ganz glauben kann ich daran noch nicht. Eigentlich auch nicht. Ich habe mich ja breitschlagen lassen, ich bin vor Ort. Bist du auch da? Nee, aber ich bin ja immer sehr gerne auf dem Stehblock und dann habe ich auf die Sitzplatzkarten 36 Euro. Da dachte ich mir auch, okay, mit den heutigen Spritpreisen, 2 Stunden, immer nach Köln, du hast 2,5. Oh ja. Warte mal auf Bochum. Oh ja, der VfL, der uns dann vielleicht, wenn es schlecht läuft, in die zweite Liga entsorgen könnte. Das wäre es natürlich. Meinst du, Bochum gibt sich da nochmal Mühe? Ich meine, die sind ja so gut wie durch und seit... Naja, die haben ja schon ein paar Spieler, die den VfL leben, sag ich mal. Sebastian Polter, jo. So solche Kaliber. Ich denke mal schon, dass sie da Spaß dran haben, uns zu schießen. Oh, jo. Ja, Marco Riemann, auch schon sehr lange da. Also klar, die sind dann durch, aber. Ja, ich glaube, der Riemann, der hätte vor allem Spaß daran, vielleicht mal einen zu halten gegen uns, mal nicht innerhalb von 2 Minuten die Ampel zu kriegen. Stimmt, da war von Gelb auf Rot. Ach, lustige Szene. Und Entscheidungsspiel gegen Hertha? Oder? Hertha auf jeden Fall. Ja. Oder ist es dann eh zu spät? Das von der Konstellation, ja, ne? Also wenn wir jetzt in Köln verlieren würden und Stuttgart gewinnt, dann sind es 4 Punkte, meine ich. 4 Punkte. Platz. Kommt natürlich auch noch drauf an, was Hertha macht, aber die sind jetzt auch ein bisschen weggezogen durch den Sieg letzte Woche. Jo. Ja. Klar, 4 Punkte aus 3 Spielen, möglich, aber sehr schwer. Aber sehr schwer. 4 Punkte aus 3 und als letztes haben wir dann die roten Kühe. Was meinst du, sind sie dann besoffen wegen Pokalfinale und eventuell im Euroleague-Finale? Wollen wir hoffen. Wie geht's weiter? Und da wir ja zur Top 25 gehören, planen wir natürlich auch für beide Ligen. Ja. Machen wir weiter Ausbildungsverein? Bleiben sie wenigstens beim Konzept? Ich hoffe es ja, weil ich sehe da so drin, also eigentlich so die einzige Chance tatsächlich, auch ein bisschen ranghöher im Profifußball zu überleben. Transfererlöse haben wir bisher, Wimmer. 5, ich wünsche mir natürlich 7 mit dem Hintergrund. Ja, klar, das wünschen wir uns weiter. Ja, also klar. Ausbildungsverein ist eine riskante Sache, ganz klar. In unserem Fall wird das vielleicht nicht gut ausgehen, aber man kann es natürlich auch immer noch weitermachen. Man sieht es ja immer ganz gut am Konzept Freiburg. Also was die über Jahre lang in der Bundesliga reißen, auch mit Ausbildungen, Vereinen, mit jungen Spielern, die sie dann auch mal verkaufen. Genau. Ja, wir wollen hoffen, dass das alles so aufgeht. Ich denke schon. Also man sieht ja jetzt, wie du schon sagtest, an Wimmer, wenn wir drin bleiben, 7 Millionen, was haben wir damals für den bezahlt? Ich glaube, 700.000. Ja. Also das Zehnfache rausholen, also bei der Quote können wir bleiben. Das kann man mal so machen, auf jeden Fall. Wenn wir davon jetzt noch ein paar mehr Kaliber nehmen, dann sollten wir uns eigentlich mal in der Bundesliga etablieren können. Ne? Ja, ne, also das, wovon wir seit 117 Jahren träumen. Ja. Weg von der Fahrschulmannschaft. Genau, und genau, man muss ja auch so sagen, also Hut ab vor Sami Arabi, auf den er jetzt gleich so mit eingeteufelt wird nach Frank Kramer. Ich verstehe. Warum auch immer. Ja, das ist, na, also das, auf ihn hoffe ich ja, dass er auch noch länger bleibt. Denn also der richtige
Kaufmann, sage ich mal, in Anführungsstrichen für einen Ausbildungsverein ist er ja definitiv. Gerade wenn sich dann solche Margen ergeben. Klar, man sieht es ja immer wieder, was der für Männer an Bord holt. Fing er an mit der Ausstiegssaison schon Jonathan Klaus, so den kannte keine Sau und der hat sich so gut gemacht. Jetzt ist er für die französische Nationalmannschaft nominiert. Für den Weltmeister. Für den Weltmeister. Ja, auch mal sagen. Und bei Arminia hat es angefangen. Ja, bei Arminia hat er sich richtig entwickelt. Und das natürlich auch letzte Saison Kizidoan. So, klar, der war schon vorher gut, aber dass er bei Arminia solche Leistungen bringt, hätte aber wahrscheinlich auch keiner mitgerechnet. Nee, das stimmt. Also Doan war ja doch sehr unbekannt. Also ich kannte ihn nicht. Aber dann, also bei Sky kam ja irgendwann die Bezeichnung Hochgeschwindigkeitsbeilstreichler und ich habe mir gedacht, passt. Also er hat jetzt die letzten Jahre immer mindestens mal einen auf den Hut gezaubert, der richtig explodiert ist. Ach ja, so einen mal zurück. Ja. Hieß ja zwischendrin, gab es ja mal das Gerücht, Doan kommt zurück. Und zu dem Zeitpunkt, und das war rund um den Jahreswechsel, als es richtig gut lief, war ich noch so eingebildet und habe gesagt, wo denn, den brauchen wir nicht. So kann man sich täuschen. Ja. Wir brauchen die Japan-Power wieder zurück. Ja, Japan-Power, Masaya Okugawa, das Phantom. Ein schönes Tor hat er gegen Bayern gemacht, außer dass er drei Pixel im Abseits war. Schade. Ja, schade. Wirklich schade auch für den Zeitpunkt. Sehen wir noch ein Tor von ihm? Macht er noch die 10 voll? Also ich würd's ihm aus mehreren Gründen gönnen. Letzten Spieltag, 90 Minuten gegen Leipzig, halten wir die Klasse. Und das hätte uns dann die Klasse, ja. Das so, würde so dann auch schon das. Wieder passen. Ja, ja. Genau. Wer wird denn neuer Trainer? Also heute habe ich gelesen irgendwo, oder was gestern in den sozialen Medien, Farke, an dem wir ja schon mal dran waren und der ja auch gut zum Ausbildungsverein, zumindest vom Lebenslauf her, so passen würde. Also ich muss zu meiner Schande gestehen, über diesen Farke habe ich mich überhaupt noch gar nicht so richtig schlau gemacht. Ich habe es jetzt schon das ein oder andere Mal gelesen, wollte es eigentlich, bevor wir hier aufnehmen, noch ein bisschen machen, dass ich mich informiere. Aber ich kann zu Farke ehrlich gesagt überhaupt nicht sagen. Ja gut, also dann schließe ich mich da mal an. Also ich weiß noch, der war Trainer von der damals recht erfolgreichen U23 des BVB. Mhm. Auch so ein Ausbildungsverein, wobei die ja weniger im Fußballerischen denn in Transfererlösen rechnen, aber Dortmund halt. Ja. Und dass er dann irgendwo nach England, frage mich aber nicht wohin, ich glaube Norwich. Okay. Norwich City gegangen ist, da wohl auch ganz okay funktioniert hat. Er wäre der Einzige, trotz meiner lückenhaften Informationen über ihn. Jetzt weiß ich, wer es ist. Wo wir gerade auf dieses England-Thema zu sprechen kommen, jetzt weiß ich es, ja. Ja gut, also ich denke, er wird es nicht, weil versuch mal jemanden aus England loszueisen. Ja, das wird teuer. Ja gut, und sei Arminia Bielefeld, genau. Ja. Na gut, immerhin wird Farke dann keiner sein, der fragt, will. Das stimmt. Ja, aber wenn wir bei dem Konzept bleiben, muss das ja so einer sein aus dieser Gilde, Farke, Kramer. Mhm. Ja gut, Nagelsmann theoretisch, den werden wir auch nicht loseisen können. Wahrscheinlich nicht. Vor allem, weil der ja keine Lust auf unsere simplen Mittel haben wird. Klar. Und nachher sagt, dass man den Ball einfach ins leere Tor hätte schieben können. Ja, wer wird wohl nicht aktiv was dagegen tun? Ich finde, das ist eine schwierige Frage, wer wird das? So, klar, wir kennen Arminia, wie du schon sagtest. Die werden wahrscheinlich wieder einen aus dem Hut zaubern, wo man sich fragt, wer ist das? Mhm. Was kann der? Kann der überhaupt was? Ja. Und dann werden wir aus irgendwelchen Gründen sagen, oh. Wohin jetzt? Wohin geht's jetzt? Und hoffentlich geht's gut und hoffentlich habt ihr euch das gut überlegt. Genau. Oh Mann. Ja, aber dafür machen wir's. Genau. Ja gut, haben wir uns bei Kram auch gedacht. Ja, genau. Am Ende kommt eine Klasse daraus. Mhm. Wenn das immer so funktioniert. Stefan Krämer, hat auch gerade gefragt. Der ist, glaube ich, auch frei, oder? Ich meine ja. Jetzt sogar schon eine ganze Zeit lang. Ich glaube, der war bei Magdeburg. Weiß noch, ja, bei Magdeburg. Ja, ja.
weiß noch hier für die Fußballfibel, die Lektorin, die war Magdeburg-Fan, kam da auch irgendwie aus Neuruppin oder so. Und hat da die Geschichte gelesen von seinem Arminia-Tattoo, was sie völlig begeistert hat. Warum auch immer, denn in Magdeburg sind sie ja doch sehr zentriert auf ihren Club. Naja, das auf jeden Fall, gerade für die Ostvereine. Ich mache das jetzt hier einfach mal. Ich schmeiße einfach nur aus Spaß mal Stefan Krämer in die Runde. Für den ja die zweite Liga so leicht zu hoch war damals. Ich würde es gut finden. Ja, ich auch. Also Krämer hat damals für den Aufbruch gestanden, wo wir jetzt quasi Ja. nicht nur sportlich, sondern auch von der ganzen Stimmung im Verein und rund um den Verein auch so ein bisschen die Früchte ernten. Der hat den Verein auf der Brust. Ja, Der lebt seinen Verein, wo er gerade aktiv ist. Und Arminia natürlich noch umso mehr. ja gut, und komm, dann reden wir klischeehaft nochmal über Middendorp. Er konnte mit jungen Spielern. Von Yves Eigenrauch bis Robert Tesche. Wobei ich bis heute nicht weiß, welcher von beiden das schillerndere Beispiel ist. Ja, aber gut, ist jetzt auch über 60. Also ich mit meinen jungen 26 Jahren kann da gar nicht mal so viel zu sagen, weil es war noch nicht so meine Zeit, klar. Also ich bin seit 2006 Fan, da war ich aber auch noch sehr jung, habe das alles noch nicht so richtig mitgekriegt. Ja, dieses ganze Drum und Dran kann ich jetzt gar nicht mal so viel zu sagen. Also der ist jetzt auch wahrscheinlich schon ein paar Jahre aus dem Geschäft raus, ein Trainer. Da weißt du wahrscheinlich ein bisschen mehr. Ja, er ist in Südafrika und teilweise wohl auch in Thailand noch recht Ja, gut, aktiv unterwegs. vergleich mal Thailand mit Deutschland. Ja, genau, Dann kann das ist man es nicht. nämlich. Also ich glaube, außerhalb von Bielefeld oder oberhalb des Äquators, außerhalb von Bielefeld, ist es ja auch nicht so gut gelaufen bei ihm. Aber ich weiß nicht, wenn die Symbiose nochmal, also lustig wäre es. Aber ich glaube es nicht, nee, weil hat sich einfach auseinandergelebt. Also wenn es so kommen sollte, ich persönlich hätte da gar keine Meinung so. Ich würde es einfach mal mitmachen. Ja, also ich kann dir aus mehrfacher Erfahrung sagen, es Ja. ist amüsant. Ja, okay. Damals, als wir Kids waren und er Arminia in den 80ern in der Oberliga trainiert hat, wo er uns vom Trainingsplatz runtergeschmissen hat. Ja. Nachdem uns Arminias Nummer 2 im Tor eingeladen hat, wollt ihr mit trainieren? Das machen alle. Und Mindorp, das macht niemand. Haut ab! Hier wird richtig gearbeitet. Ich bin dir nicht böse ernst. Nee. Er hat das wieder gut gemacht. Ja, aber gut, wir müssen uns ja wieder darauf einigen, dass wir Top 25 sind. Und dazu auch die Sollten letzten wir? 7 gehören, oder? Packen wir einen direkten Wiederaufstieg, wenn es denn runtergehen sollte. Also ich bin ja immer noch der Meinung, wir bleiben direkt drin. Ich weiß nicht, wieso ich dieser Meinung bin, aber irgendwie so im Bist du? Gefühl. Ich könnte es nicht Also, begründen. So. ja, also bei mir ist eher so 70-30 für Abstieg, weil ich glaube es irgendwie nicht mehr, dass sie es schaffen. Wir wollen einfach mal hoffen auf einen richtigen Impuls jetzt zur Zeit. Aber ich weiß nicht, wenn man so also sieht, Köln, Leipzig, das sind eigentlich so Spiele, wenn man das mal so sieht, wo 0 Punkte drin sind. Ja. Bochum auswärts ist natürlich jetzt auch nicht so die leichte Aufgabe. Aber da wird von unserer Seite natürlich auch Support, guten Support mitkommen. Definitiv. Ja, und Hertha, ja. 6 Punkte jetzt aus 4 Spielen. Darf man natürlich auch nicht unterschätzen. Es ist ein Heimspiel vor voller Kulisse hoffentlich. Das müssen wir ausnutzen. Ja, nur es wird dann halt nichts mehr nutzen, wenn wir Hertha tatsächlich schlagen und sonst nichts holen. Ja, Weil natürlich. also Das bringt dann alles mit nicht. 29 Punkten drin bleiben, nee, das. Na klar, und wenn man jetzt mal so sieht, Stuttgart ist natürlich auch noch mit unten drin, aber wenn man sich die letzten Spiele vom VfB mal so anguckt, da wird dann auch schlecht. So, wahrscheinlich noch aus eigener Hand schaffen, da Ja, die haben in die Spur gefunden, gehe ich in der mal stark von Tat. aus. Genau. Ja, direkter Abstieg meinst du? Keine Relegation gegen zum Beispiel Darmstadt, was ja drin ist. Ist drin, klar. Und Also was ich mir nicht wünsche, also dann noch echt lieber Schalke. Ich wäre froh, wenn meine Hoffnungen ein bisschen höher sind, aber ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, dass es noch was wird. So leid es mir tut. Okay, So. dann nehmen wir mal als Schlusswort,
Das, was wir bei Arminia immer sagen, wir hoffen das Beste und geht trotzdem Genau, hin. das auf jeden Fall. Okay, jo. Hast du noch etwas mitzuteilen für Köln, für Kosti, für den Rest der Saison? Reißt euch bitte den Arsch Reißt euch bitte den Arsch auf. auf. Das ist ein Genau. Schlusswort. Ohne Bitte, komm. Jawohl. Reißt euch den Arsch Reißt euch den auf. Arsch auf. Nehmt das Messer zwischen die Zähne. Genau. Wenn ihr dann absteigt, dann ist es halt so. Aber bitte tut alles dafür, dass es nicht so ist. Wir kennen das Ich ja. habe Bock auf Sandhausen. Echt nicht. Aber auch Schalke, Bremen. Ja, gut. Ja, gut. Kaiserslautern kommt hoch, ne? Ja, Betzenberg. Magdeburg Schöne hatten wir Adresse. eben schon. Ja. Kannte ja auch. Da war ich noch Also nie. wenn es, ich habe mir gerade heute Morgen noch gedacht, wenn es runtergeht, mein Gott, dann ist es halt so. In der zweiten Liga gibt es super Spiele. Klar, Sandhausen fährt man jetzt auch nicht so gerne hin, Heidenheim. Aber wenn man sieht, wer da unten alles so kickt, Hannover auch mal eine schöne Reise wert. Hannover, na klar. Hannover. Ja. Hannover. Trotzdem bleiben wir dabei. Reißt euch den Arsch auf. Genau. Und auf AB Orbital sehen wir uns wieder. Und So sieht es natürlich aus. beim Arminentuber. Wenn ihr das gerade guckt, ihr braucht nur rechts, da wird er euch sicher angeboten. Und natürlich beim Rundumbeobachter. Vielen Dank. Danke auch. Und dann gut gehen. Tschüssi. Jo, tschüss.